Emotionen in Kombination mit Technik spielen in der Verbreitung von Fake News, also von gefälschten oder manipulierten Nachrichten, eine große Rolle. Weil starke Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Angst, aber auch Freude, können starke Motivatoren sein. Das bedeutet, dass wenn ich einen Inhalt sehe, der mich wütend macht, der in mir Angst auslöst, dass ich auf diesen Inhalt viel eher reagieren werde, als auf einen Inhalt, der mich eigentlich nicht berührt. Und Menschen, die Fake News produzieren, die bedienen sich diesen Effekt ganz stark, weil sie Inhalte, also Bilder, Videos, Texte etc. produzieren, die sehr reißerisch gestaltet sind und die ganz stark in Menschen Angst auslösen. Gerade Bilder sind in diesem Kontext wichtig, weil das menschliche Gehirn Bilder viel schneller und viel einfacher verarbeiten kann als zum Beispiel Texte. Das heißt, hier sehen wir einen ganz starken Einsatz von Bildern, von Videos etc. Das Zweite, was jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist die Rolle von Technik, weil Social Media arbeitet mit Algorithmen. Algorithmen sind programmiert, dass sie mir die Inhalte, die ich in meinem Account sehe, vorsortieren. Und wenn ein Post sehr populär ist, das heißt, wenn er viele Likes hat, wenn er oft geteilt wurde, wenn er viele Kommentare hat, dann wird mir dieser Post viel eher gezeigt. Und weil das halt zum Beispiel ein Bild ist, das wütend macht, wird es halt auch ein Bild sein, auf das Menschen häufig reagieren. Das heißt, ich werde dieses Bild auch viel eher sehen. Und dann werde ich vielleicht auch auf dieses Bild viel eher reagieren und der Algorithmus speichert sich diese Information ein und wird mir zukünftig viel häufiger ähnliche Inhalte zeigen. Das heißt, wir sehen hier einen Teufelskreislauf aus dieser Kombination von emotionalisierenden Inhalten und Technik. Und dann kann es eben passieren, dass man in diese Spirale hineinfällt und in so eine sogenannte Filterbubble rutscht und zunehmend diese hoch emotionalisierenden Inhalte sieht und glaubt, dass sozusagen die Welt aus diesen besteht.